So, hallo und herzlich willkommen in der Küche aus technischen Gründen. Ich habe jetzt keine Zeit, groß rauszugehen, weil ich müsste relativ weit latschen und das kostet alles Zeit und dann ist das Licht sowieso weg und deswegen gleich in der Küche. Sehr hell ist es hier natürlich auch nicht, aber ich denke, man sieht mich trotzdem und was ich in die Kamera halte, wird man auch sehen. Es soll gehen um Trekkingstöcke. Ich mache ja gerne mal zu einzelnen Ausrüstungskategorien dann mal so ein Videochen, ne, wo ich dann versuche, alles zu der entsprechenden Ausrüstungskategorie zusammenzutragen. Aus meiner Sicht zumindest alles, also alles, was ich weiß. Und das will ich jetzt zu Trekkingstöcken machen. Das heißt, es ist nicht ganz, ganz kurz. Andererseits, Trekkingstöcke ist was, das ist nicht ganz so komplex. Ne? Da gibt es auch nicht 17 Milliarden verschiedene Varianten, beziehungsweise die mag es vielleicht schon geben, die tun aber alles das Gleiche. Es ist ein Stock, ne? Und der hat einen Griff und man kann ihn in die Hand nehmen und dann stöckelt man damit durch die Gegend. So, wichtig, wer braucht so einen Stock? Braucht das der gesunde, fitte, super sportliche Wanderer, der vorhat, wirklich sehr lange Strecken zurückzulegen und primär aus sportlichem Antrieb unterwegs ist? Nee, eben nicht. Bis auf wenige Ausnahmefällen, wo es dann halt wirklich mal sinnvoll ist, das Ding mal zwischendurch zu verwenden. Aber auf dem Großteil der Fläche, wo der unterwegs ist, wird er diese Dinger nicht brauchen. Hä? Braucht die ein durchschnittlich trainierter, auch ein bisschen erfahrener Wanderer auf einer mittelschweren Wanderung? Wahrscheinlich auch nicht. Kann er sie trotzdem verwenden? Klar. Ist das eine gute Idee? Nicht unbedingt. Würde ich eher von abraten. Aber wer braucht die Dinger dann unbedingt? Beziehungsweise aus meiner Sicht, wo sind sie wirklich, wirklich sinnvoll? Naja, bei so Leuten wie mir mit kaputten Knien. Wer irgendwelche orthopädischen Probleme hat und unbedingt trotzdem draußen rumrennen möchte, für den sind diese Dinger dann schon recht gut geeignet. Und deswegen neige ich auch dazu, mir wenigstens nichts vorzumachen und spreche. Wenn ich selber über die Dinger rede, mit mir selbst sozusagen oder mit Freundinnen, dann sind das Gehhilfen. Oder, ja gut, Stöcke sage ich natürlich auch mal hin und wieder, aber primär für mich selber sind es in erster Linie Gehhilfen. Weil das sind sie ja auch. Es sind Gehhilfen. Das klingt nach Altmänner-Gehstock. Ich finde es aber einfach ehrlicher, wenn man da Gehhilfe zu sagt. Natürlich ist es ein Hightech-Gehstock, aber es bleibt ein Gehstock. Ne? Und das war mir jetzt am Anfang nur mal erstmal kurz wichtig. So, erstmal kurz zu den Modellen, die es von den anderen gibt. Was ich hier habe, nur spaßeshalber, die sind von Black Diamond. Black Diamond ist sicherlich einer der führenden Trekkingstockhersteller, der macht auch viele sehr leichte. Davon abgesehen gibt es noch Leki, die sind so ein bisschen der Klassiker. Die hat man früher zwangsweise fast schon kaufen müssen. Als ich angefangen habe mit der Wanderei, hatte ich Leki-Stöcke. Warum? Es gab fast nichts anderes. Und inzwischen würde ich persönlich, aber das ist persönliche Vorliebe, das muss überhaupt nicht so sein, zu den Black Diamond Stöcken tendieren. Und ich mag gern Stöcke mit möglichst wenig Schnickschnack, möglichst wenig Funktion. Also wirklich nur ein Stock mit Klemme. Ne? Hier diese Dinger, die klemmt man dann auf und dann kann man den entsprechend rausziehen. Und das ist mir nach wie vor das Liebste. Es gibt inzwischen auch noch andere Modelle, aber fangen wir erstmal an beim Material. Mal abgesehen davon, dass hier natürlich ein bisschen Schaumstoff dran ist und ein bisschen Kunststoff immer dran sein wird und sie alle diese Hartmetallspitze haben. Die ist klassischerweise aus Wolframkarbid. Also so einem unglaublich super, super harten Material. Ich habe jetzt noch keinen Stock gesehen, bei dem das wirklich richtig abgeschliffen wäre. Es entsteht im Laufe der Jahre, wenn man da wirklich viele Kilometer mit rumgelatscht ist, natürlich immer auch auf Fels, wird die Kante, die ursprünglich recht scharfkantig ist, der ist nach innen drin so ein bisschen gewölbt, wie so ein umgestülpter Teller so ein bisschen, kann man jetzt natürlich auf der Kamera nicht wirklich sehen, da wird diese Kante nach außen hin leicht abgerundet, über viele, viele, viele Jahre. Und wenn man dann möchte, dass der Stock ja nicht wegrutscht und wirklich sich so richtig ins Material reinbeißt, auf das man ihn stellt, dann wäre das der Punkt, wo man die Spitze austauschen kann. Je nach Modell ist das mal mehr, mal weniger einfach. Theoretisch haben viele Stöcke eine Spitze, die man einfach so abschrauben könnte. Da braucht man im Regelfall eine Zange, weil die sehr, sehr, sehr fest sitzt. Ich habe es bei dem hier noch nie versucht. Ich habe also gar keine Ahnung, ob der ein Gewinde hat oder nicht. Manchmal kann man auch nur die äußerste Metallspitze hier rausziehen, dann eben auch wieder entsprechend mit einer Zange. Ich glaube, das würde hier wahrscheinlich eher funktionieren. Nahezu unzerstörbares Material. Also das hält bestimmt 2.000-3.000 Kilometer locker und dann die Spitzen austauschen, das kostet fast kein Geld. Also wirklich relativ günstig. Im Übrigen, Preisspanne bei Trekkingstöcken, die man empfehlen kann und nicht so die ganz schweren, heftigen, hässlichen Dinger.
Gut, da geht's los mit 30 Euro mit so einfachen. Die sind, wenn man sie nun mal hin und wieder sporadisch für ganz kurze Abschnitte braucht, wahrscheinlich auch ausreichend. Ich würde bei einem wirklich für längere Touren gedachten Trekkingstock zu so einem Mittelpreismodell greifen. Die hier haben, sind so ungefähr bei 80 Euro. Ist halt sehr einfach gehalten, nicht super leicht. Deswegen trotzdem robust, trotzdem funktional. Wer mehr ausgeben möchte, der bekommt im Endeffekt eigentlich nur noch einen leichteren Stock. Mehr Geld ist gleich leichter, mehr Funktionalität. Nicht, glaube ich nicht. Beziehungsweise man kann auch für mehr Geld einen Korkgriff bekommen. Das fühlt sich vielleicht edler an. Weiß ich nicht. Ne? Aber im Wesentlichen gibt es die Teile aus Aluminium. Der hier ist Aluminium. Und es gibt noch welche aus Carbon. Unterschied, Carbon ist leichter und viel, viel, viel teurer. Aluminium etwas schwerer, deutlich billiger. Aluminium biegt, Carbon bricht. Das ist auch nochmal ein Punkt, weshalb ich persönlich Alu-Stöcke besser finde, weil wenn ich mal, und das ist mir auch einmal passiert, wirklich so unglücklich falle, dass ich mich echt nur noch auf einen Stock stützend vor möglicherweise Verletzten retten kann und der biegt ein bisschen und gibt langsam nach und ich kipp dann quasi langsam zur Seite und lande dann im Endeffekt auch auf dem Boden, aber ich habe mir nichts dabei getan, dann ist mir das lieber als ein Stock, der sich zuerst gar nicht nachgibt. Und wenn ich mich dann mit aller Kraft dranhänge, um mich wieder aufzurichten, dann mit schwerem Rucksack und so weiter, das sind schon mordsmäßige Kräfte, die auf so einem dünnen Stöckchen dann da lasten können, dass der dann bricht und ich wirklich dann schlagartig umfalle, das macht mir persönlich, aber das ist eine persönliche Entscheidung, müsst ihr selber wissen, macht das mehr Angst, als dass das, das Ding biegt und nachgibt. Ich habe den Verbogenen jetzt nicht hier, ich habe ihn aufgehoben. Da ist vor allen Dingen hier das relativ dünne untere Segment, war genauso das gleiche Modell wie die hier. Das ist halt jetzt relativ krumm. Man kann es mit viel Gewalt noch reinschieben, man kriegt mit viel Gewalt auch wieder raus, aber ich habe es halt ausgetauscht, weil ich nicht per se mit einer entsprechenden Biegung im Stock durch die Landschaft rennen möchte. Das ist meiner Meinung nach so der wesentliche Faktor. Ne? Carbon leichter, teurer, nicht weniger stabil. Das ist auch wieder falsch, aber wenn es nachgibt, dann bricht es und biegt nicht. Und deswegen bin ich lieber bei Alu. Die beiden Möglichkeiten gibt es. Da muss man sagen, es gibt neben solchen Teleskopstöcken wie, Stöcken wie diesen hier, die man halt einfach eben entsprechend an zwei verschiedenen Stellen ausziehen kann mit diesen lustigen Clips hier. Das gibt es auch als Schraubdingens, komme ich gleich zu. Gibt es noch welche, die haben quasi so einzelne Segmente nebeneinander und da führt eine Schnur durch und man schleppt dann quasi ein Bündel von drei kurzen Stöcken durch die Landschaft und nicht einen so zusammengeschobenen Teleskopstock. Ich hoffe, das wisst ihr, wie ich das jetzt meine. Ich besitze so ein Ding nicht, ich kann es euch deshalb nicht zeigen. Die sind halt nochmal leichter, tendenziell. Das sind meistens auch diese Carbonstöcke. Ich persönlich bin ja der Meinung oder habe zumindest das Gefühl, dass ein immer leichterer, immer leichterer, immer leichterer Stock nicht unbedingt der aller stabilste ist und möchte daher einen noch leichteren Stock als die hier sind gar nicht haben. Was wiegen die? Na, ich schätze mal so etwa 300 Gramm pro Stock. Na, so ungefähr. Ich kann es euch nicht genau sagen. Müsste ich wiegen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es ungefähr 300 Gramm sein werden. Es gibt auch Stöcke mit 200 Gramm und es gibt auch nochmal so ultra, ultra leicht Stöcke mit 150 Gramm. Aber ich weiß nicht, die meiner Meinung nach erfüllen die nicht mehr den Zweck, wofür ich sie nehme, dass sie wirklich ordentlich Gewicht auch aushalten können und mich ordentlich stabilisieren können. Und die sind dann meiner Meinung nach nur noch so eine kleine, leichte Stabilisierungshilfe zum Ausbalancieren des eigentlichen Körpergewichts. Nicht dafür da, um da wirklich Gewicht drauf zu bringen. Meiner Meinung nach. Ne? Das kann man anders sehen und klar, Carbon ist ein sehr stabiles Material. Aber das ist ja auch mein Video, deshalb meine Meinung. Gut, neben eben diesen Clipverschlüssen, die ich einfach praktischer finde, weil man sie mit Handschuhen, die kann man auch mit Handschuhen einfach schnell aufklippen, Länge eben entsprechend einstellen, wie man sie haben möchte, dann klippt man sie wieder zu und dann hebt es. Gibt es auch welche zum Schrauben, die schraubst du dann auf, ziehst sie aus, schraubst sie dann entsprechend wieder zusammen. Persönliche Vorliebe. Ich denke nicht, dass es da wirklich Unterschiede gibt, dass der eine besser ist als der andere. In letzter Zeit scheinen sich diese Clip-Dinger, wenn man sich auf dem Markt so umguckt, etwas mehr durchgesetzt zu haben als die Schraubteile, aber wirklich persönliche Vorliebe. Griffe gibt es in Schaumstoff. Das hier ist ein Schaumstoff. Das heißt, der gibt ganz leicht nach, wenn man wirklich ganz fest das Ding anfasst. Ein sehr, sehr fester Schaumstoff wohlgemerkt.
Es gibt auch noch wirklich einfach Gummi bzw. Kunststoff. Fühlt sich meiner Meinung nach wirklich unangenehm in der Hand an, weil das gibt halt gar nicht nach. Ist mir zu hart und ein ganz leichtes Nachgeben, wenn ich da so richtig mit Schmackes dran greife. Das brauche ich. Und das Hochwertigste, also rein vom Preis her, ist halt Kork. Soll deswegen so toll sein, weil es noch besser in der Lage ist, den Handschweiß aufzusaugen. Also die besten Schweißaufsaugeeigenschaften hat. Ob ich jetzt ein bisschen vor mich hinschweiße, ist mir aber persönlich völlig egal bei Stöcken. Muss jeder selber wissen, aber das gibt es halt. So, und dann gibt es die Teile noch mit eingebauter Federung. Wichtig, dass man also quasi hier am Ende von so einem Stocksegment einfach noch eine Feder hat. Was heißt, wenn man mit dem Stock aufstößt, entsprechend gibt diese Feder leicht nach. Das soll das Handgelenk schonen, die Erschütterungen beim Aufsetzen vom Stock nicht so sehr aufs Handgelenk übertragen, dass das eben dann für Leute mit kaputten Handgelenken gegebenenfalls oder für Leute, die mehr Komfort haben wollen, eben angenehmer zum Verwenden sein soll. Ich halte von diesen Federungen überhaupt nichts. Ich halte sie im Gegenteil sogar für gefährlich, weil man dann halt eben nicht weiß, wie viel Kraft muss ich denn jetzt auf den Stock übertragen. Bin ich jetzt schon richtig auf dem Stock drauf? Sitzt der Stock jetzt richtig? Diese Federung verfälscht einfach das Gefühl, dass man mit der Stockspitze am Boden sozusagen über die Hand und über die Vibration, über den Schlag, den es natürlich jedes Mal beim Aufsetzen des Stockes für das Handgelenk gibt, das Gefühl wird verfälscht. Und das reduziert die Sicherheit. Und davon abgesehen, die Kraftübertragung von Arm auf Boden über den Stock wird durch so eine Federung ja auch wiederum verweichlicht. Sozusagen. Und ich würde von den Federungen wirklich abraten. Es sei denn, man hat kaputte Handgelenke und braucht so eine Federung unbedingt. Dann sollte man aber auch wieder überhaupt drüber nachdenken, ob man überhaupt Stöcke braucht. Beziehungsweise, ob Stöcke überhaupt sinnvoll dann für einen persönlich sind, weil auf die Dauer wird ein kaputtes Handgelenk auch dann wehtun, wenn eine Federung im Stock verbaut ist. Ne? Übrigens wichtig, hin und wieder, wenn man die Stöcke im Einsatz hat, sollte man auch die Segmente hier auseinandernehmen und trocknen lassen, weil wenn die nass sind und man schiebt sie zusammen, bleiben sie ziemlich lange nass. Und wenn man dann auf die Idee kommt, auf eine Wintertour zu gehen, mal davon abgesehen, dass die dann auch anfangen können zu stinken, also die gehen nicht wirklich kaputt vom Nasswerden, die rosten nicht und sie kriegen so einen leichten Belag, wie man hier sehen kann, das geht. Sie kriegen unter der Zeit auch Kratzer entsprechend und irgendwann liegt dann das Aluminium mehr oder weniger frei. Das ist ja jetzt hier schon ein bisschen angemalt, deswegen sind die auch schwarz. Und jedenfalls, wenn man sie nass eben entsprechend zusammenschiebt und dann auf eine Wintertour geht und es wird sehr, sehr, sehr kalt, dann können einem die Stöcke im zusammengefahrenen Zustand festfrieren und dann kriegt man sie nicht mehr auseinander. Es sei denn, man hat sehr, sehr viele starke Kameraden dabei und am besten noch eine Zange, dass man die wirklich mit Gewalt auseinanderreißen kann. Aber ich habe es noch nicht geschafft, die dann nochmal auseinanderzukriegen, nachdem sie mir im Winter eben entsprechend gefroren waren. Das so viel zur Technik, ne? So simpel, so einfach. Meiner Meinung nach sind diese hier wirklich ein schönes Modell. Black Diamond Trail Flicklock. Ja, Flicklock sind natürlich hier diese Dinger. Ne? Den gibt es, glaube ich, heute auch noch und sicherlich einer der Stöcke mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Nach dem, was ich recherchiert hatte damals. Vielleicht gibt es inzwischen andere, weiß ich nicht. So. Jetzt, wichtig, Nachteile von Stöcken, damit möchte ich mal anfangen. Das ist nämlich durchaus so wichtig, diese mal... So, Stöcke haben schon einige ziemlich gravierende Nachteile. Da sind zwei heftige dabei, bei denen ich wirklich sagen würde, aufgrund derer kann ich jeden verstehen, der sagt, ich mag Stöcke nicht und will mit Stöcken nicht rumrennen. Sind vielleicht auch eher drei heftige Nachteile. Der erste heftige Nachteil ist Nervigkeit. Es gibt viele Dinge, die einen an den Dingern, an der Anwendung von diesen Dingern wirklich einfach auf den Keks gehen können. Das ist am Anfang sicherlich bei jedem so. Das ist, wenn man da mehr Übung mit den Dingern hat und sie häufiger verwendet, lässt das vielleicht nach, vielleicht. Oder es geht einem noch mehr auf den Geist. Ich kann sagen, bei mir habe es nachgelassen und ich verwende sie einfach nicht da, wo sie wirklich allzu nervig sind. Dann kommen sie halt wirklich mal kurz an den Rucksack. Und ansonsten habe ich sie schon ziemlich viel im Einsatz, wenn ich auf Tour bin. Bei einer einfachen Wanderung, bei einem einfachen Tagesausflug mit einem leichten Rucksack und so weiter und so fort verwende ich sie nämlich nicht. Dazu kommt man dann auch noch. Aber zunächst mal eben Nerven.
Nährfaktor 1 können hängen bleiben im Geäst, wenn man eben entsprechend in dichterer Vegetation unterwegs ist. Sei das jetzt ein junger Wald, sei das jetzt eine hohe Wiese oder sonst was, dann bleiben die gerne mal an irgendwelchen Pflanzen hängen. In diesem Zusammenhang im Einsatz im Wald auch nervig. Man spießt auf herbstlichem Waldboden oder winterlichem Waldboden nach und nach. Es gibt übrigens noch so Teller, die man da drum machen kann, aber die habe ich jetzt nicht dran. Die gibt es. Ja, kann man benutzen, muss man nicht. Im Schnee ist das natürlich sinnvoll, da einen fetten Schneeteller dran zu haben, damit der Stock nicht im Schnee einsinkt. Klar, das ja. Aber im Sommer braucht man nach und nach überhaupt keine Teller. Jedenfalls spießt man sich nach und nach immer mehr Blätter da drauf und macht sich da sozusagen einen Blattdöner. Das wiegt fast nichts, aber irgendwann will man die ja auch mal runter haben und muss zu diesem Zweck mal schnell entweder im Laufen die so runter machen oder halt mit dem Fuß unten mal kurz drauf treten, um die abzukriegen. Auch das kann hin und wieder mal nervig sein. Ich mache das mal alle 2 Kilometer und in dem Turnus stürzt mich dann eigentlich wenig. Vielleicht auch mal eine 1,5 Kilometer, irgendwie sowas. Aber das ist auch sowas, eine Kleinigkeit, die nerven kann. Dann natürlich, wie gesagt, hängen bleiben im Geäst. Bei Kletterpassagen sind Stöcke äußerst störend. Wenn du wirklich mal die Hände zu Hilfe nehmen möchtest, um dich am Felsen ein bisschen zu stabilisieren, wenn man irgendwo im Gebirge unterwegs ist, gibt es ja immer wieder so Passagen. Gerade wenn man dann noch in einer Hand die Stöcke transportieren möchte, seien sie jetzt zusammengeklappt oder eben in lang, ist das sogar gefährlich und da können sie wirklich ausgesprochen nervig bis hin zu gefährlich sein. Da muss man sie dann wirklich mal hinten am Rucksack festmachen. Je nachdem, wie klein der Rucksack ist, ist das dann auch wieder nervig, weil die Stockenden irgendwo abstehen. Hab neulich gerade Auto von Freundin damit etwas gepiekt, weil sie eben am Rucksack etwas abstanden. Macht aber nichts, Auto ist pieken gewöhnt. Ja, dann auf der Straße sind sie ebenfalls nervig, weil man sie da einfach nicht braucht, gefühlt. Man benutzt sie dann nur unwillig und dazu machen sie noch jedes Mal klack, 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 klack. Je nachdem, ob man gerade in irgendeinem Tal unterwegs ist, ist das sogar richtig laut und kann richtig, richtig nervtötend sein. Dann beim Hantieren mit irgendwelcher Ausrüstung unterwegs hat man immer erstmal diese Stöcke, mit denen man klarkommen muss. Ich klemme sie mir dann meistens unter den Arm und versuche dann hier mit irgendwelcher Ausrüstung zu hantieren und dann fallen sie mir doch mal irgendwann runter, dann muss man sie wieder aufheben und das kann nervig sein. Man kann sie sich auch irgendwie über die Schulter hängen, man kann sie sich vorne an den Brustgurt hängen mit den Schlaufen, einfach mal schnell durchschleifen, damit sie dann nicht so sehr nerven. Je nachdem, wie lang die sind, hängen sie einem dann aber in den Schritt, was auch nicht so lustig sein kann, muss ich jetzt niemandem erzählen. Wenn man mal eben pinkeln gehen will, die Männer haben ja den Vorteil, dass wir das im Grunde gerade in Wildnisgebieten 2 Meter neben den Weg, dann können wir das erledigen und dann können wir weiterlaufen. Ne? Muss ich jetzt auch niemandem erzählen, aber mit den Stöcken sind die dann trotzdem irgendwo im Weg und du kannst die an dich ranlehnen und hoffen, dass sie nicht umfallen. Sie werden trotzdem umfallen und dann hat man den Salat. Teilweise fallen sie auch genau in die falsche Richtung, muss ich jetzt den Geschlechtsgenossen auch nicht erzählen, was das bedeutet. Gibt Schlimmeres, aber... Es sind so kleine Nervigkeiten. Dann beim Fotografieren sind sie äußerst hinderlich, weil man mit einer Hand die Kamera bedienen möchte, in der anderen Hand hat man wieder seine Stöcke und das ist total bescheuert. Oder man muss halt stehen bleiben, die Stöcke irgendwo in den Boden rammen. Meine bevorzugte Aufbewahrungsmethode der Stöcke ist irgendwo in den Boden rammen, dann stehen sie halt aufrecht da. Mit der Spitze lassen sie sich in die meisten Böden ganz gut reinrammen. Es sei denn, es sind zu viele Steine da, dann funktioniert das auch nicht, da muss man sie hinlegen, ist nochmal nervig. Es gibt also wirklich eine Vielzahl von kleinen Nervigkeiten, das war jetzt nur eine Auswahl, bei denen die Dinger einfach stören. Wenn man was anderes macht als laufen und hat die Stöcke irgendwie gerade in der Hand und dabei, dann sind sie einfach nur störend. Punkt. Nochmal so ein kleiner Mini-Nachteil. Wenn man irgendwo unterwegs ist, wo es Tiere gibt, die bejagt werden, können die auf das Vorhandensein von langen, stockartigen Gegenständen, die können sie mit einem Gewehr verwechseln. Und wenn man mal mit einem dreckigen Stock, natürlich in lang, auf ein Tier anlegt, das dasteht und einen beobachtet, das solltet ihr nicht wirklich ausprobieren, aber solltet ihr es trotzdem mal ausprobieren wollen und das wirklich mal einmal testhalbe machen, dann wird das Tier sich wahrscheinlich aus dem Staub machen. Dann ist es nämlich oft so, dass sie dann gelernt haben, die Homo sapiens, die so einen langen Stock dabei haben, sind die, die gefährlich sind, weil die eben entsprechend auch schießen. Also das Komfort kommt auf sehr auf die Region an, wo man halt unterwegs ist. Wenn die Bejagung nicht kennen oder zumindest nicht in dem Umfang kennen, dann ist es wurscht. Gehen mit Stöcken braucht zusätzliche Konzentration. Gehen mit 2 Beinen, da muss man 2 Beine koordinieren. Geht man mit 2 Stöcken zusätzlich, da muss man die 2 Stöcke auch noch mit koordinieren. Das
läuft irgendwann ziemlich von alleine ab, wenn man viel mit Stöcken unterwegs war. Aber am Anfang erfordert es erstmal Konzentration und kann, solange man die Dinger noch nicht gewöhnt ist, die Trittsicherheit und die Sicherheit auf dem Weg, so Anti-Umkippen und so weiter, dann ist das eher schlechter, als es besser ist mit den Stöcken. Ist man sie gewöhnt, dann hat man damit kaum noch irgendwelche Schrittfehler und hat wirklich eine zusätzliche Stabilisierung. Aber solange das noch nicht so ist, Und wird man müde, ist die zusätzliche Konzentration, die einem die Stöcke abverlangen, mitunter auch mal einem fast schon zu viel und man legt sie lieber beiseite und stapft so im Zombie-Modus dann irgendwie weiter. Also auch das kann vorkommen, was ja wirklich gar nicht Sinn der Sache ist, weil gerade wenn man müde wird und weniger trittsicher, gerade dann sind die Stöcke ja sinnvoll, damit man eben sich nicht auf die Nase legt und das ist ein zweischneidiges Schwert. Ist man im sehr steinigen Terrain unterwegs und der Boden besteht so aus einzelnen Felsblöckchen und man stößt mit dem Stock, ohne jetzt genau hinzugucken, wo man den hinstellt, zwischen zwei Steine und der rutscht da jetzt ein Stück rein und man macht dann natürlich die übliche Gehbewegung mit dem Stock, dass man den also dann quasi so und dann will man ihn wieder hinter sich herziehen, aber dann ist er da so eingeklemmt und bleibt hängen. Das ist A, nervig und zweitens, gerade in so einem steinigen Geröllfeld, wenn man da unterwegs ist, kann einem das dann auch wieder Balance kosten, was zu einem zusätzlichen Umfallen, Fallen führen kann. Mir geht das tierisch auf die Nerven, schlicht und ergreifend, wenn einem der Stock irgendwo hängen bleibt. Furchtbar. Da kommt man total aus dem Schritt und doof. Dann muss man noch erwähnen, dadurch, dass die Stöcke eben nicht unzerstörbar sind, man sich bei einem Unfall aber gegebenenfalls darauf verlässt, vom Stock gehalten zu werden, der dann aber vielleicht doch nachgibt, macht das den Unfall gegebenenfalls nicht besser, sage ich jetzt mal. Also man darf sich nicht zu sehr auf den Stock verlassen, sie dabei zu haben, führt aber dazu, dass man das tendenziell tut und das ist wiederum ein Risikofaktor, meiner Meinung nach, habe ich auch schon entsprechende Erfahrungen gemacht. Will man mal ein Stückchen ohne Stock laufen, was zwischendrin ganz angenehm sein kann, insbesondere bei einem ebenen Teilstück oder bei einem sehr einfachen Wegstück, wo man wirklich keinerlei Stabilisierung zusätzlich durch Stöcke benötigt, dann sind sie natürlich schwer, wenn man seinen Rucksack hängt. Hier ist dann natürlich der gute Carbonstock im Vorteil. Da sind dann die Dinger, die ich hier dabei habe. Ich mache die so selten, wie es irgendwie geht, an den Rucksack. Ich versuche die wirklich durchgehend zu nutzen. Und wenn ich sie mal über ein kleines, kurzes Stück, wo es ganz einfach am Boden ist, nicht brauche, dann nehme ich sie einfach so in die Hand und trage sie halt natürlich in lang und trage sie dann halt einfach neben mir in der Hand. Aber einen Rucksack machen tue ich nicht gerne. Eigentlich sollte man da mehr Flexibilität beweisen und bei entsprechendem Terrain die Dinger einfach wegpacken. Auch was ich bisher noch nie irgendwo im Internet gelesen habe, mir aber ständig passiert und mich wirklich nervt, ist, wenn man mit den Stöcken insbesondere bergauf geht und sie vor sich abstellt, ne, dann hat man den Arm etwas erhoben, so wie hier. Das führt dazu, insbesondere wenn man sich dann auf den Stock stützt, dass man den Arm fast senkrecht nach oben steckt, beim Bergaufgehen insbesondere. So, und was passiert dann, wenn es regnet? Es regnet in den Ärmel. Man hat immer einen gewissen Winkel nach oben beim Verwenden der Stöcke, sobald es auch nur ansatzweise bergauf geht und da regnet es einem wirklich derartig schnell in den Ärmel über die Hand, meistens ohne Handschuhe, wenn es regnet bin ich fast immer ohne Handschuhe unterwegs, weil ich dann doch unter der Reihe der Regenklamotte sowieso so heize, dass ich keine kalten Pfoten bekomme, da müsste es schon minus 20 oder irgendwas sein, dann regnet es nicht mehr. Und deswegen läuft mir dann halt über die Hand die ganze Soße dann früher oder später in den Ärmel, was wirklich unangenehm ist. Ha, mag ich gar nicht. Eigentlich nur ein Komfortproblem, aber wir wollen ja alle Nachteile aufzählen. So, dann, wie gerade gesagt, ich laufe meistens ohne Handschuhe in Verbindung mit den Stöcken. Das gibt potenziell kalte Hände. Wer das also entsprechend nicht kann, braucht Handschuhe. Die Option, die Hände einfach zum Warmhalten mal in die Taschen zu stecken, wenn es nur so ein bisschen kalt ist oder wenn man gar keine Handschuhe dabei hat, weil man Gewicht sparen wollte oder sie einfach vergessen hat, weil man blöd ist. Die Option hat man halt nicht. Man muss halt seine Hände immer draußen dem Wetter sozusagen aussetzen, wenn man mit Stöcken unterwegs ist. Dass die Teile Krach machen, insbesondere auf Stein oder Asphalt, habe ich schon gesagt. Das ist gerade für manche Leute auch wirklich ziemlich unerträglich, die in ansonsten vollkommen stellen Wildnisregionen unterwegs sind und das einzige Geräusch, was du hörst, ist vielleicht ein ganz leichtes Pfeifen des Windes, hier und da mal ein Vögelchen und klack, 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 kann
kann schon wirklich blöd sein. Insbesondere, wenn man dann auch eine Gruppe ist oder allein schon zu zweit mit Stöcken, erzeugt man da wirklich eine Geräuschkulisse. Ich persönlich kann das ausblenden. Ich nehme das überhaupt nicht wahr und habe trotzdem das Gefühl, dass ich in der Stille unterwegs bin. Aber wer das nicht kann, oder man müsste sich halt vielleicht mal dran gewöhnen. Gut. Außerdem, gerade eben wenn man mit mehreren Personen oder in der Gruppe unterwegs ist, dann, wenn man ein bisschen zu nah aufläuft dem Vordermann oder der Vordermann macht man an einer Stelle irgendwie ein bisschen langsamer und man passt als Hintermann gerade nicht auf oder man hat selber einen Hintermann, der gerade nicht aufpasst oder eine Hinterfrau selbstverständlich, dann kann es mal passieren, dass man demjenigen auf das Ende vom Stock tritt beim eben entsprechend Ausholen, beim großen Schritt machen. Und der Vordermann wird sich nicht freuen, wenn ihm der Hintermann auf den Stock tritt, auf Stockende. Das führt nicht unbedingt zu einer lockereren Stimmung in der Gruppe. Und das habe ich schon häufiger erlebt, sowohl, dass man mir auf den Stock getreten ist, als auch, dass ich anderen Leuten auf den Stock getreten bin. Evelyn kann da auch ein Liedchen von singen. Ist auch wieder nur eine Kleinigkeit, aber wir wollen ja Ausführlichkeit, ne? Ist man mit wenig Gepäck unterwegs oder hat man gerade so einen richtig fitten Moment und kommt richtig gut vorwärts, kann das beim Wandern, zumindest bei mir so und habe ich auch bei anderen Leuten schon gehört, so eine gewisse Leichtigkeit des Laufens erzeugen. Dass man so richtig im Flow ist und so dahin gleitet, um es mal bescheuert auszudrücken. Ja, mit den Stöcken hat man das weniger. Deutlich weniger bis hin zu überhaupt nicht, weil man da derartig damit beschäftigt sein kann oder muss oder möchte, diese Dinger noch zu koordinieren, dass eben dieses einfach gemütlich dahinschreiten meiner Meinung nach fast immer ausbleibt. Habe ich ganz selten, wenn ich Stöcke dabei habe. Ohne kommt das deutlich häufiger vor. Okay, und dann kommen wir zu den meiner Meinung nach drei Hauptnachteilen, die Stöcke haben. Und das sind so die Nachteile, die wirklich zwischen Verwenden und Nichtverwenden entscheiden können. Nummer 1, dadurch, dass man seine Beine mit Stock weniger belastet, belastet man seine Arme natürlich mehr. Irgendwie muss ja das Gewicht von irgendwas muss das Gewicht gehalten werden, was man auf den Stock überträgt. Hat man also kaputte Ellbogen, Handgelenke oder Schultern, dann machen die Stöcke vieles nicht einfacher. Beispiel. Ich habe mir bei meinem üblichen Versuch relativ viel Gewicht vom Rucksack auf den Schultern zu tragen. Bei Natur, ich kann euch jetzt gar nicht mehr genau sagen, welche das war, eine Sehnenscheidenentzündung in der rechten Schulter geholt, weil ich halt A, relativ viel Gewicht vom Rucksack auf den Schultern hatte und B, um meine Knie, die ja auch kaputt sind, zu schonen, relativ heftig die Stöcke benutzt habe und dann halt immer kräftigen Stockeinsatz auf der Schulter hatte plus eben den schweren Rucksack auf der Schulter hatte und das hat halt eben für diese besagte Sehnenentzündung, zumindest meine Theorie, wo die hergekommen ist, weil was anderes kann ich mir nicht erklären, eben dazu geführt. Also das Argument, Stöcke sind gut für den Bewegungsapparat, man belastet seine Gelenke weniger, ja, das stimmt für die Gelenke unten, das stimmt nicht unbedingt für Schultern und Arme. Aber im Regelfall sind die halt einfach nicht weniger kaputt als der Bewegungsapparat bei den meisten von uns. Wer da aber diesbezüglich Probleme hat, sollte sich da ernsthaft Gedanken machen, ob dann Stöcke was für ihn sind. Grundsätzlich ist es so, dass durch die drei Gelenke, auf die Kraft vom Stock übertragen wird, also zunächst mal lastet es natürlich irgendwo auf dem Handgelenk, dann geht es auf den Ellbogen über und dann erst landet es in der Schulter und grundsätzlich die Gewichte, die auf dem Stock abgestützt werden, jetzt nicht so gewaltig hoch sind, kann ich sagen, dass bei meinen Armen, die nicht sonderlich toll trainiert sind, ich wünschte, es wäre so, eigentlich bei Natur, bei der ich nicht jetzt noch zusätzlich viel Gewicht mit der Schulter trage, eben entsprechend rucksacktechnisch, habe ich noch nie wirklich Schulterschmerzen gehabt oder noch nie wirklich so richtig kaputte Arme, selbst nicht nach vielen, vielen, vielen Kilometern. Die Belastung kann man wirklich ganz gut aushalten, also ich jetzt zumindest. Ne? Wer regelmäßig Muckibude, der sowieso. Wenn wir uns mal jetzt die Nordic Walking Menschen angucken und uns mal, weil wir gerade mal irgendwann überlegt haben, ob man nicht vielleicht mit Sport abnehmen könnte, anschauen, wie viel Kalorien Nordic Walking so verbraucht. Das hängt natürlich auch davon ab, wie schwer der jeweilige ist. Dann kommt man vielleicht so auf 700 Kalorien so pro Stunde. Ne? Irgendwie sowas, 700 bis 800. Je nach Intensitätsgrad gibt es auch irgendwelche Tabellen. Da kannst du 1000 nachlesen, was auch immer. Jedenfalls, wenn du eine Stunde rennst, brauchst du meistens so 1-2
bei, also oder zumindest joggst bei ähnlichem Tempo, brauchst du meistens 1 bis 300 Kalorien weniger, laut diesen Tabellen. Das ist kein Zufall, sondern die Verwendung von den Stöcken braucht tatsächlich zusätzlich Energie. Man muss also einfach mehr physikalische Arbeit verrichten, dadurch, dass man diese Stöcke die ganze Zeit mitbewegt, den Arm die ganze Zeit intensiv mitbewegt, die Muskulatur des Armes intensiv mitnutzt, statt nur locker baumeln zu lassen, braucht man tatsächlich bis zu irgendwas zwischen 12% und 20% mehr physikalische Energie für die gleiche Strecke, als wenn man ohne Stöcke gehen würde. Es hat schon einen Grund, dass wir den aufrechten Gang so perfektioniert haben, so wie wir ihn jetzt beherrschen als Homo sapiens. Das ist eine sehr energieeffiziente Fortbewegungsart. Nimmt man 2 zusätzliche Beine dazu, was von der Natur nicht vorgesehen ist, muss man damit leben, dass es dann nicht mehr eine ganz so effiziente Fortbewegungsart ist. Zu behaupten, mit Stöcken ist man effektiver unterwegs, ist also genau falsch. Man ist vielleicht gelenkschonender und man braucht sie gegebenenfalls, so wie ich, aber man ist nicht, und das ist wirklich wichtig, nicht effizienter unterwegs. Will man also so energieeffizient wie möglich wandern, dann hat man keine Stöcke dabei. Das ist eine bittere Wahrheit, aber das ist so. So, und dann das Hauptgegenargument gegen Stöcke, wahrscheinlich der Killerfaktor: man verlernt gehen ohne Stöcke, während man sie benutzt. Die Trittsicherheit, sobald man keine Stöcke mehr in Anwendung hat, lässt nämlich wirklich relativ flott nach ein paar Wochen unterwegs sein mit Stöcken. Muss man wirklich aufpassen, sobald man mal ohne Stöcke nochmal irgendwo hingeht, dass es einem dann nicht auf die Nase haut. Das habe ich auch schon mal machen dürfen, diese Erfahrung. Da war ich schon relativ K.O., bin schon den ganzen Tag gelaufen, hatte dann meine Stöcke irgendwo mal hingestellt und bin in einem recht unwegsamen Gelände, wollte ich eigentlich nur pinkeln gehen. Und in dem Moment, also mir ist nichts passiert, aber bin ich dann tatsächlich auf einem relativ simplen Gelände, also es war jetzt nicht ganz eben, hat es mich kurz knockhauen, weil ich in dem Moment so im Hirn drin hatte, diese Bewegung mit den Stöcken, dass ich das ganz normale Laufen kurzfristig in Anführungszeichen verlernt hatte. Und wenn man immer nur mit Stöcken unterwegs ist, dann kann man seine generelle Trittsicherheit, also seine generelle Fähigkeit im unebenen Gelände einen Fuß vor den anderen zu setzen, ohne dass es einen auf die Nase haut, kann man da tatsächlich abbauen mit. Da sind sich viele Leute entsprechend einig. Ich würde jetzt behaupten, es gibt einen Haufen Studien zu. Gibt es nicht. Aber ich kann es sehr gut nachvollziehen und das berichten auch viele andere Stockanwender, dass das denen eben schon aufgefallen ist, dass man dann irgendwann ohne Stock wirklich unsicherer wird. Und da wir ja alle schon Wert drauf legen, eine hohe Trittsicherheit eben entsprechend zu besitzen, sollten wir Stöcke im Regelfall grundsätzlich immer nur dann verwenden, wenn wir sie auch brauchen. Und ich habe das für mich so geregelt, dass ich Stöcke nur dann nehme, wenn ich irgendeinen sonstigen Grund für habe oder halt eben, wenn ich wirklich einen schweren Rucksack trage. Mache ich eine Tagestour mit leichtem Gepäck, nehme ich im Regelfall keine. Oder ich bin halt auf Eis und Schnee unterwegs und brauche die zusätzliche Stabilität durch eben entsprechende Gehhilfen. Dann nehme ich sie auch noch. Aber ja, das ist so für mich entsprechend so geregelt. Ist meiner Meinung nach schon wirklich ein wichtiges Gegenargument. Ein wichtiges, und das sollte man sich auch durch den Kopf gehen lassen, falls man überlegt, dass man doch eigentlich immer mit den Teilen rumrennen könnte. Wir kommen zu den Pluspunkten. Hauptfaktor, überhaupt Stöcke zu verwenden, ist meiner Meinung nach die Entlastung für die Gelenke. Knöchel, Knie, Hüfte, insbesondere Knie profitieren wirklich sehr, sehr davon, wenn man die Dinger einsetzt, richtig einsetzt. Das wäre nochmal wesentlich, dass man das noch hinzufügen muss. Auch der Rücken kann durch die Stockverwendung ein bisschen entlastet werden, weil man weniger dazu neigt, eine nach vorne gekrümmte Rucksackschlepphaltung vom Rücken her einzunehmen, weil einem das Aufsetzen des Stockes vor einem ja immer automatisch den Rücken wieder nach hinten drückt, wenn man hier so schlepp, 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 schlepp und dann setzt man den Stock auf und drückt den Stock nach unten und drückt damit automatisch. Für mich persönlich, ich neige auch dazu, gerne mal den Quasimodo zu machen, ist das auch ein sehr wichtiger Faktor, der mit Stöcken zwar irgendwann auch mal ein bisschen ungewohnten Rückenmuskelkater erzeugt, weil ich sonst nicht gerade genug unterwegs bin. Ich versuche da ja auch mal irgendwann dran zu arbeiten, immer mal wieder eigentlich. Aber da helfen sie sehr. Meine persönliche Erfahrung, das schreiben auch andere Leute in entsprechenden Berichten.
machen wir mal für die Sache mit den Knieentlastungen ein kleines Rechenbeispiel. Man sagt so ungefähr das Doppelte bis das Dreifache des Körpergewichts bzw. des Gesamtgewichts, was man durch die Landschaft schleift. Das ist ja im Fall vom Trekking durchaus noch ein Rucksack, der meinetwegen jetzt mal einfach beispielsweise 20 Kilo hat. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass unser Beispieltrecker, nämlich ich, so 100 Kilo wiegt. Schön wär's, hoffentlich ist das bald wieder soweit. dann haben wir ein 120 Kilo Ben und dieser 120 Kilo Ben stapft jetzt so richtig mit Dynamik den Berg runter. Ne? Dann hat er jedes Mal, wenn er seinen Fuß aufsetzt, seine 120 Kilo, die auf seinem Knie lasten. Also natürlich sind es nicht ganz 120 Kilo, weil Stiefel plus Unterschenkel ja nicht auf dem Knie lasten. Die hängen nur dran und sitzen auf dem Moment ja auf dem Boden und deswegen das Gewicht von denen eigentlich nicht aufs Knie, aber sagen wir jetzt spaßeshalber einfach mal, es wären 120 Kilo, die da auf unser Knie drauf knallen. Das ist ja eine kurzfristige Stoppbewegung. Wir stoppen ja unsere Bergabbewegung, die halt schwerkraftmäßig eben entsprechend stattfindet, dadurch, dass wir sie mit unserem Knie gegenquetschen. Und durch diese Dynamik, die wir haben beim Bergabrutschen, beim Bergabschreiten, gilt, Kraft ist Masse mal Beschleunigung. So. Und die Masse ist 120 Kilo, aber die Beschleunigung spielt eben auch, noch eine Rolle, weshalb eben was man viel lesen kann, dass das 2- bis 3- bis 4-fache des Körpergewichts eben entsprechend auf dem Knie lastet, wenn man bergab geht oder sogar irgendwo runterspringt und so weiter und so fort, dann ist es nämlich nochmal das erheblich Vielfache vom eigenen Körpergewicht, was das Knie dann kurz aushalten muss. Und da sind wir jetzt bei 120 Kilo und gehen jetzt mal vom Dreifachen aus, weil wir wirklich nur runtergehen und nicht so richtig mit Schmackes runterrennen, dann wären das 360 Kilo, die bei jedem Schritt auf meinem Knie lasten würden, meinem fiktiven Knie jetzt in diesem Fall. Nehmen wir jetzt an, ich verwende Stöcke und bei jedem Mal, bevor ich mein Knie aufsetze, belaste ich erst den Stock mit, sagen wir mal, 30 Kilo, weil ich mich da schon ordentlich auf den Stock stütze und 30 Kilo ist da sicherlich, gerade beim Bergabgehen, ein realistischer Wert. Bei richtiger Stockverwendung. Dann habe ich statt 360 Kilo auf dem Bein zu haben, also mein 120 mal 3, habe ich jetzt nur noch 90 Kilo mal 3 und das macht nur dann 270 Kilo, was auf meinem Knie lasten. Ist jetzt immer noch viel, aber ich habe 90 Kilo pro Schritt an Kniebelastung gespart. Und jetzt macht man ja nicht nur einen Schritt, sondern man macht ganz, 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 ganz viele Schritte. Und am Ende vom Tag mit 10.000 Schritten könnt ihr euch dann mal ausrechnen, wie viele Kilo ihr eurem Knie an entsprechender Druck erspart habt. Und wenn jetzt jemand glauben sollte, das macht keinen Unterschied, oh doch. Also mein persönliches meine Praxiserfahrung ist wirklich, das macht einen enormen Unterschied. Ich würde mit Knieschmerzen zusammenbrechen, wenn ich mit 20 Kilo irgendeinen Berg runtergehe, es sei denn, ich habe eben entsprechend Stöcke. Und ich weiß das, weil ich hin und wieder mal kurze Strecken mit einem schweren Rucksack laufe, dann da keine Stöcke dabei habe, weil ich mir denke, ist ja eh eine kurze Strecke und dann muss ich irgendwo runter und dann mache ich da 20, 30, 40, 50 Meter bergab. Und in dem Moment geht schon langsam los mit Knieschmerzen. Mit Stöcken merke ich davon gar nichts im Idealfall. Kann ich fast den ganzen Tag bergab laufen, es passiert nichts. Also ist in der Praxis echt ein großer Unterschied. Dann, nächster Punkt, ist Bergauflaufen. Man kann sich nämlich mit den Stöcken, indem man sie eben vorne am Berg einsetzt, hat man dann den Arm da oben und es regnet rein. Aber man kann sich dann wunderbar am Stock den Berg hochziehen. Das gibt viel mehr Power, um den Berg hochzukommen. Das gibt viel, viel, viel schneller den Berg hoch, gerade wenn man eine schwere Person wie ich ist, vergleichsweise schwer. Und gerade wenn man dann noch einen schweren Rucksack auf dem Rücken hat, ist man mit so einem Stock, wenn man dann gewillt ist, wirklich die Armkraft auch entsprechend einzusetzen und die zusätzlichen Kalorien zu verbrauchen, was in vielen Fällen gar nicht schlecht ist, wenn man zusätzliche Kalorien verbraucht, dann ist man meiner Meinung nach wirklich mit Stöcken viel, viel schneller den Berg oben. Bei mir macht es bestimmt eine Verdopplung der Geschwindigkeit bergauf. Wenn ich jetzt sage, ich ziehe mich da jetzt richtig mit den Stöcken hoch, das hilft wirklich außerordentlich.
ich muss jetzt niemandem erzählen, dass Stöcke natürlich auch dafür gut sind, um für Stabilität auf unebenem Untergrund zu sorgen. Selbstverständlich kann man sich damit wunderbar ausbalancieren. Wenn man zu stolpern droht, kann man es wunderbar ausbalancieren. Man muss meistens gar nicht stolpern, weil man ohnehin schon die ganze Zeit recht sicher unterwegs ist und damit viel besser das Gleichgewicht halten kann. Je schwieriger der Untergrund wird, desto nützlicher werden diesbezüglich natürlich Stöcke. Es sei denn, halt irgendwo an der Steilwand, wo man sich besser am Fels direkt festhält mit der bloßen Hand, da dann nicht mehr. Kann auch super hilfreich sein im tiefen Schnee. Einfach weil man sich damit den Stöcken besser aus dem Schnee rausziehen kann. Hat man da gute Schneeteller dran, dann ist das sehr, sehr hilfreich. Habe ich mal auf dem Westweg erlebt, als ich der Meinung war, da im Winter drüber laufen zu müssen und dann irgendwann wirklich im ganz, ganz tiefen Schnee gelandet bin. Da war ich dann auch sehr dankbar dafür, dass ich mit den Stöcken nämlich doch wenigstens einigermaßen wieder aus den jeweiligen Löchern rausziehen konnte. Wenn du dann bis zur Hüfte wirklich im Schnee versinkst, auch sehr, sehr schön. Muss man mal über einen Bach, in dem es viele Steinchen gibt, ne? Also von Steinchen zu Steinchen hüpfend. Kann klappen ohne Stöcke. Habe ich früher, als ich noch jung war, also wirklich klein und jung, habe ich das super, super gerne gemacht. Und alle paar Mal bin ich dann halt mal reingeflogen und hatte dann mal irgendwie ziemlich viel Übung, bis mir dann mal jemand erzählt hat, wenn du noch ein Stöckchen dazu nimmst, dann kommst du viel besser rüber. Und ab da habe ich eigentlich mit Stock bin ich so gut wie nie mehr reingeflogen. Also höchstens mal einmal so einen ganz kleinen Schritt mal rein mit nassen Füßen. Oder wenn man es halt maßlos übertreibt. Der eine oder andere wird vielleicht wissen, worauf ich anspiele. Auf meiner Schwedentour ist mir genau das passiert. Da wollte ich ums Verrecken nicht die Schuhe ausziehen und wollte unbedingt noch über Steinchen, über den Fluss kommen, weil ich wirklich überhaupt keine Lust hatte, die Schuhe auszuziehen und nasse Füße zu kriegen. Und ja, habe dann trotzdem nasse Füße gekriegt, weil ich halt eben nicht ganz rübergekommen bin. Trotzdem beim Ausbalancieren von Steinchen zu Steinchen hüpfen, selbst wenn die Steinchen nass sind und die Steinchen wegrutschen, wenn man drauf tritt, kommt man mit Stöcken meistens noch ganz gut rüber, weil man einfach problemlos das Gleichgewicht halten kann. In allermeisten Fällen. Dann gibt es noch diese wunderbare Option, die man mit den Stöcken hat, nämlich den Stockweitsprung. Natürlich jetzt nicht stabhochsprungmäßig mit Anlauf da angerannt kommen, sondern man macht einfach die Stöcke so lang, wie es geht. Im Fall von diesen hier sind das übrigens 140 cm. Und dann ist es auch entsprechend 140. Die Spitze muss man sich... Diagonal passt immer noch nicht ins Bild. Also da, hier, nein, Mist. Jedenfalls die Stöcke so lang wie möglich machen und einfach vorne in den Fluss stellen. Man kann das natürlich auch mit Anlauf machen, dass man halt wirklich so mit ein bisschen angetrabt kommt. Stöcke mitten in den Fluss, wirklich so eine schöne ausholende Bewegung nach vorne und dann mit beiden Stöcken wohlgemerkt einfach springen. Man kommt bestimmt 50% weiter als gänzlich ohne Stöcke. Und mit schwerem Gepäck. Ne? Also man hat ja den Rucksack bei der Aktion noch auf. Einen richtig krassen Weitsprung kannst du mit 20 Kilo auf dem Rücken nicht mehr machen. So ein Stockweitsprung, da schon, das geht ganz gut. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Muss ich jetzt nicht noch weiter versuchen, das Ganze vorzumachen. Sehr praktische Sache. Sehr, sehr praktische Sache. Damit spart man sich, je nachdem, wenn man auch noch so zu einem relativ großer Mensch mit einer relativ langen Schrittlänge ist, spart man sich viele Flussdurchquerungen. Gerade wenn man in Skandinavien unterwegs ist oder in sonstigen nördlichen Ländern. Ist natürlich eine Technik, die sinnlos ist, wenn man sowieso irgendwo unterwegs ist, wo man gar keine Flüsse durchqueren muss. Ne? Apropos Flüsse durchqueren, Flüsse queren mit Stöcken, ist fast schon lebenswichtig, dass man da einen Stock hat. Weil wenn es dich da wegtreibt, je nachdem, was das für ein Fluss ist, gerade bei Wildnistouren, dann ist vorbei, da kommst du nicht mehr raus. Da haust du dich dann gegen 27 Meter scharfe Steine und dein Rucksack ist dann sowieso völlig durchweicht und bis du da wieder draußen bist, das ist wirklich lebensgefährlich. Ohne Stöcke da durch den Fluss wollen. Viele Flussquerungen sind ohnehin schon gefährlich genug. Außerdem hat man auf seiner Tour Schnee- oder Matschlöcher oder auch Treibsand oder sonst was. Dann kann man immer mit dem Stock so ein bisschen vorfühlen, so als Sonde den verwenden. Ist denn da vorne, trägt es mich da oder breche ich da gleich ein? Meiner Meinung nach gerade auch Schnee und Eis wirklich sehr, sehr, sehr wichtig und kann auch da ja, nahezu lebensrettend sein, dass man dann eben mit dem Stock ein bisschen vorfühlen kann. Oder... Das habe ich jetzt inzwischen auch gehört, in Gegenden, wo es wirklich Schlangen in den Mengen gibt, dass sie ein Problem darstellen, kann man mit dem Stock vor sich ein bisschen rumklopfen, um die Schlange quasi schon mal auf sich aufmerksam zu machen. Sollte also unter dem Stein, auf dem man gerade gedenkt zu treten, um weiterzulaufen, eine Stange hocken, also dass man irgendwie so einen Blindenstock verwendet,
ne, um vor sich quasi immer auf den Boden zu klopfen. Das kann also in manchen Regionen auch wirklich sinnvoll sein, eben wegen ja, Schlange. Außerdem, und das ist eine ganze Aufzählung, haben solche Stöcke eine gewisse Multifunktionalität. Man kann sie noch für viele andere Dinge zweckentfremden, für das sie eigentlich nicht gedacht sind. Der Klassiker schlechthin und mit nützlichster Anwendung ist natürlich Zeltstange. Dann als Schneehering, kompletten kurzen Stock einfach im Schnee vergraben und in der Mitte die Schnur festmachen, funktioniert wunderbar. Sockentrockner, Socke hier oben drauf hängen und in den Wind stellen am stehenden Stock. Dann ein Grabestock als Ersatz für Schäufelchen, mit dem man sich sein Kloloch buddelt, also das Löchlein, das man dann für diesen Zweck eben entsprechend verwenden möchte. Man kann es als Golfschläger verwenden, das Stöckchen, erstens um Zeit totzuschlagen, indem man mit Steinen so ein bisschen Stockgolf spielt. Zweitens kann man damit Schafscheiße wunderbar golftechnisch entfernen. Das gleiche funktioniert auch mit Rentierköttel und diversen anderen Tierkötteln, die halt gerne mal genau da liegen, wo man jetzt sein Zelt aufbauen möchte. Habe ich auch schon oft gemacht. Natürlich ist so ein Stock auch immer ein sicherheitserhöhender Faktor, weil hat man was am Fuß, verletzt man sich unterwegs irgendwie das Bein in irgendeiner Form, dann sind es natürlich auch prima Krücken und mit Hilfe der Stöcke kann man sich, wenn es sich nicht wirklich gebrochen ist, eigentlich fast immer meiner Erfahrung nach noch irgendwie vorwärts schleifen. Ich hatte das auch schon bei Gruppentouren mir selber nie passiert, aber bei anderen Teilnehmern, die dann halt wirklich halt von wem anders die Stöcke kriegen mussten, damit sie noch einigermaßen vorwärts gekommen sind bis zum nächsten Dorf und dann haben wir sie da halt mit dem Bus vorgeschickt zum nächsten Ort und dann haben sie sich einen ganzen Tag ausgeruht und dann war der Fuß auch wieder einigermaßen in Ordnung, um mit Stöcken dann wieder weiterzulaufen. Also auch als eben Krückenersatz schlicht und ergreifend. Irgendwer in der Gruppe sollte Stöcke dabei haben, allein schon zu dem Zweck, bin ich von überzeugt. Dann habe ich auch schon gesehen, sogar live, das war auf dem Kungsleden, da war ich selber noch 16 oder 17, da hat sich tatsächlich jemand bei ganz dummem Fall wohl irgendwie scheinbar das Bein gebrochen. Zumindest hatte man vermutet, dass es gebrochen war und die anderen Leute standen alle entsprechend drumherum aus der Gruppe, nicht unsere Gruppe, ne, wir haben es nur gesehen, beobachtet, wo juristisch, gut, wir waren jung, und die haben dem das Bein dann einfach mit Trekkingstöcken entsprechend geschient. Ob das jetzt so viel gebracht hat, kann ich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall eine Option. Ich meine, warum nicht? Gerade wenn man in einer Region unterwegs ist, wo man einen richtigen anderen Stock zum Schienen überhaupt nicht findet. Das war im Fjell, ne? Und andere Stöcke waren nicht vorhanden. Man musste also irgendwas aus der eigenen Ausrüstung nehmen. Alternativ hätte man auch eine Stange aus dem Rucksacktragesystem nehmen müssen oder ich weiß nicht was, keine Ahnung. Aber mit den Trekkingstöcken schien das ganz gut zu funktionieren. Und der ist dann mit dem geschienten Bein, also mehr oder weniger auf dem einen Bein, mit zwei anderen Stöcken, also die kurzen halt zum Schienen, ne? Die kurze Variante, ist der tatsächlich am nächsten Tag dann noch irgendwie weiter marschiert. Was den Eindruck erweckt, dass das Bein wahrscheinlich nicht wirklich gebrochen war, aber die Idee ist mir jedenfalls hängen geblieben, dass man die natürlich auch als Schiene eben entsprechend verwenden kann. Außerdem ist der Topf über dem Feuer zu heiß und man kriegt ihn gerade nicht runter, nimmt man den Stock als Topfhaken oder als Topfhalter, um das eben entsprechend runterzuholen. Dabei wäre dann allerdings sehr hilfreich, wenn man, der ist jetzt echt zu lang, verflucht nochmal, wenn man hier noch so einen kleinen Trekkingteller dran hat, auch wenn ich die immer abmache, hat man hier natürlich noch eine bessere Möglichkeit, dass man da wirklich den Topf einhängen kann. Und also das Ding hier selber ist ja Alu, das kriegt auch nicht so, verträgt ein bisschen Hitze und hier das bisschen Plastik, so schnell schmilzt das jetzt auch wieder nicht. Habe ich also auch schon ein paar Mal gemacht. Bisher sieht man es im Stock nicht an. Und Kleiderhaken. Kleiderhaken funktioniert auch sehr gut. Stock irgendwo in die Landschaft stellen, Jacke dranhängen. Ja, zum Beispiel Jacke. Perfekt geeignet, gerade in windigen Regionen, weil die Jacke dann wunderbar durchlüftet und ist dann ganz schnell wieder getrocknet. Gerade der Rücken der Jacke, insbesondere wenn man viel am Wandern ist, dann hat man ja immer einen verschwitzten Rücken. Muss ich jetzt auch niemandem erzählen. So, und ist man erschöpft, dann kann man die Stöcke vor sich in den Boden stellen und sich dann so zum Beispiel drauflehnen.
Ne? Wenn man sie gerade so ein bisschen schräg an so einen Hang stellt und dann so drauflehnen und einfach ein bisschen Pause machen, wenn man sich gerade nicht hinhocken möchte. Ist eine Kleinigkeit, aber ich mache das super gerne. Und ich empfinde das also wirklich sehr, sehr entspannend, wenn man hier gerade einmal die Stockpause sozusagen durchführen kann. Ist gerade bei Gruppentouren interessant, wenn man ein bisschen schneller unterwegs ist als die anderen und hin und wieder mal auf die anderen warten möchte oder nur mal kurz warten möchte, dann einmal schnell die Stockpause. Special Dan Technik, ganz revolutionär. Ja, das war's. Was ich euch jetzt noch schnell zeigen möchte, ist Stocklänge richtig einstellen. Wirklich nur ganz einfach hier im Wohnzimmer. Und Grundlagen der richtigen Stockverwendung. Alles andere müsst ihr sowieso für euch selber herausfinden, wie das von eurer Laufdynamik am besten passt. Und dafür bauen wir mal schnell die Kamera kurz um. So, folgendes. Stocklänge ist immer so eine Frage, das muss ich auch noch dazu sagen, bei den einzelnen Modellen von den Dingern, die es gibt, die Ultraleitstöcke, die haben meistens keine so eine große Reichweite, indem man die einstellen kann. Die Stöcke hier kannst du von super kurz bis 1,40 Meter quasi einstellen. Also die ganz, ganz kurze Variante bis zu 1,40 Meter lang. Das ist jetzt 1,25 Meter, wo ich sie jetzt habe. Das wäre bei meiner Körpergröße ca. 1,90 Meter. Ziemlich optimal. Warum? Das zeige ich euch jetzt. Weil, wenn ich jetzt so einen Stock in die Hand nehme und mich damit so hinstelle und ihn direkt vor mich abstelle, dann bildet mein Ellbogen so plus minus einen rechten Winkel. Und das gilt als ziemlich optimal, dass man eben diesen rechtwinkligen Ellbogen hat und dann kannst du den Stock wunderbar vor dir eben entsprechend absetzen am langen Arm, machst dann eben einen Schritt, lässt den Stock nach hinten entsprechend auspendeln, so mehr oder weniger. Natürlich nimmt man den nicht hoch, das mache ich jetzt nur aus kameratechnischen Gründen und man hat da also wirklich einen guten Vortrieb durch das Langmachen des Stocks. Ist so ein bisschen wie beim Langlauf, Skilanglauf, klassischer Stil, wenn man das eben entsprechend kennt. Wichtig ist, immer Stock vorm Fuß absetzen, gerade wenn man dann im schwierigen Gelände ist und sich optimal die Knie entlassen möchte, beziehungsweise Stock und Fuß kann man auch gleichzeitig absetzen. Also wenn das Bein vorgeht, dann muss der Stock natürlich vorgehen. Linkes Bein, rechter Stock. Rechtes Bein, linker Stock, ist klar. Ne? Und wichtig ist dann allerdings, sobald man Stock und Bein aufsetzt, ich mache das immer mehr oder weniger gleichzeitig, und man ist gerade dabei, jetzt ein Gewicht auf das vordere Bein zu verlegen beim Gehen, in dem Moment sollte man natürlich auch dann gleichzeitig das Gewicht auf den vorderen Stock verlegen, damit man einfach insgesamt weniger Gewicht auf dem Bein drücken hat. Ne? Je fester ihr den Stock nach unten drückt auf den Boden, desto mehr Gewicht ist auf dem Stock und nicht auf dem Knie. Das ist eigentlich ganz simpel ausgedrückt schon das ganze Geheimnis und man muss halt auf die richtige Länge einstellen. Und noch ein weiterer Fehler, den man gerne bei Stöcken machen kann, ist unterwegs viel zu faul sein, die Stocklänge auch mal zu ändern. Wenn man weiß, jetzt geht es ein längeres Stück bergauf, dann macht man den halt kurz mal ein bisschen kürzer. Dafür ist man den Berg dann viel einfacher und viel lockerer oben. Oder halt eben, das habe ich auch eingangs erwähnt, man hat halt Stöcke mit so einem richtig langen Griff, dann packt man den einfach weiter unten, dann ist der Stock auch kürzer und man muss da nicht erst groß dran rumspielen. Nur länger kriegt man ihn halt nicht auf dem Wege. Was ich dann auch hin und wieder mal mache, wenn es runtergeht und ich zu faul bin, den Stock länger zu machen, dann fasse ich sie auch hin und wieder hier oben so. Ne? Und stelle sie gerade vor mich hin und drücke dann so einfach drauf, weil dann reicht er auch ein Stückchen weiter runter. Das macht vielleicht 5, 6, 7, 8, 9 cm aus. Ist halt so die faule Leute-Variante. Im Idealfall stellt man ihn schon gleich richtig ein. Ne? So, ja, das wäre alles gewesen, was ich zu Stöcken sagen kann. Ich brauche sie, mir helfen sie sehr. Ich habe keine Knieprobleme auf Tour mehr gehabt, seit ich mit Stöcken unterwegs bin. Fast keine Knieprobleme. Wenn es so richtig krasse Sachen sind, dann trotz Stöcke meldet sich dann irgendwann das Knie. Ne? Also zum Beispiel, als ich letztes Mal auf den Ben Nevis gestiegen bin und wieder runter bin, das sind, was ist denn das? 1200, sind das 12? Das sind irgendwie 1300 Meter oder was, runter, nur runter natürlich, nachdem man vorher 1300 Meter hoch ist. Das könnten auch noch ein paar mehr sein. Ich kann es euch jetzt gerade wirklich ums Verrecken nicht auswendig sagen, wie hoch der Ben Nevis eigentlich ist. Ich schreibe es euch mal unten hin. Und beim runter
beim Nonstop immer nur steil runter, steil runter, steil runter. Da haben dann irgendwann auch die Knie wehgetan, trotz eben entsprechend Stöcken dabei gehabt und auch kein schwerer Rucksack. Aber irgendwo ist natürlich dann als Knieinvalide die Grenze erreicht, wo man dann Schmerzen hat. Stöcke helfen viel, aber ja, gewisserweise bewirken sie auch wirklich Wunder als Knieinvalide, aber es gibt Grenzen. Es gibt halt trotzdem Grenzen. Jo, Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, das war nicht allzu schlimm, dass das Ganze jetzt indoor stattgefunden hat. Ich hoffe, ihr begreift, was ich meine. Ich hoffe, ihr könnt meine Vor- und Nachteilliste irgendwie nachvollziehen. Das wäre es jedenfalls gewesen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und nicht betüxen lassen.